Ihr Lieben, ich habe hier den Herrn Priebe als Architekt. Als Architekt hat man es richtig schwer, weil man muss immer an Ausschreibungen teilnehmen und manche klappen, aber viele klappen auch nicht. Was kann man denn tun, dass man sich da nicht reinreißen lässt, also dass man gar nicht mehr will? Wie schaffst du das? Eigentlich mit einer positiven Grundhaltung und die Dinge so annehmen, wie sie sind. Das gibt mir die Kraft, eben ja, dann so die vermeintlichen Misserfolge dann wegzustecken. Jetzt hast du so lange an so einem Projekt gearbeitet, dann gehst du hin, dann kommt der Pitch und dann sagen die, nö, wir nehmen das nicht. Nimmst du das auch manchmal persönlich? Und wenn man eben klar viel Herzblut eben reingesteckt hat, dann kann das schon wehtun. Das Bewusstsein wächst natürlich eben auch, dass das eben einfach sein kann. Und dann sage ich mir, okay, dann wird was Besseres kommen. Und dann öffne ich mich dann wieder neuen Dingen und versuche dann eben das, wo ich eben so viel Herzblut dann zum Beispiel reingesteckt habe, dann loszulassen. Wie kriegst du dich wieder in Schwung? Versuche für mich eben zu analysieren, welche Botschaften könnten da drin stecken, weil nichts passiert ja, also in meiner Betrachtung jetzt aus reiner Zufälligkeit. Dann versuche ich eben die Lerneinheiten dann zu entdecken und die dann wieder für mich zu nutzen. Ich bin da kein Mensch, der jetzt irgendwie jammert, weil das also wirklich destruktiv ist und das zieht mich ja dann selber immer nur noch weiter in die Spirale runter. Jammern hilft nicht, ich habe es euch immer gesagt. Aufstehen, machen, weiter und dann wird das schon. Ich danke dir. Gerne.